Hey, herzlich willkommen auf meinem Kanal zu diesem neuen Video. Es ist die Zeit des Jahres, wo es wieder Adventskalender gibt. Und ich habe mir auch schon direkt zwei geholt. Einmal einen von Trended Up und einmal von Revolution. Genau, den hier gab es bei Rossmann und das hier ist ja von der Eigenmarke von DM. Und ich würde sagen, den hier gibt es gar nicht bei DM, soweit ich weiß. Wir vergleichen jetzt mal quasi den von DM mit dem von Rossmann. Öffnen jetzt nach und nach alle Türchen. Und ihr könnt dann gucken, ob euch der Inhalt gefällt und vielleicht euch auch dieses Jahr den Kalender holen. Fangen einfach mal direkt an. Das hier ist jetzt der von Trended Up. Zusätzlich lässt er sich noch aufklappen, also er ist eigentlich so groß. Und der von Revolution, glaube ich, der lässt sich jetzt auch aufklappen. Aber genau, okay, mir ist jetzt die Hälfte rausgefallen. So sieht er aus. Ich muss sagen, vom Design her gefällt mir der hier besser als der von Trended Up. Auch wenn der größer ist, finde ich das richtig schön hier von dem von Revolution, dass das teilweise so glänzt, also dass es verschiedene Muster sind. Ich würde sagen, wir fangen auch direkt mit Revolution an. Und ich habe hier schon die 1 gesehen. Und das öffnen wir direkt mal. Achso, warte, vielleicht sollte ich die Preise sagen. Ich blende euch jetzt die Preise einmal hier unten ein. Hier einmal der Preis von Revolution. Und jetzt einmal hier der Preis von Trended Up. In der Nummer 1 bei Revolution ist ein Lippenstift. Und zwar in Rot. Da muss ich schon sagen, also ich benutze sowieso keinen roten Lippenstift. Der Rotton an sich ist aber schön, muss ich sagen. Also wenn ich einen tragen würde, dann würde ich den auf jeden Fall tragen. Jetzt öffnen wir hier die Nummer 1. Oha, ein Eyeshadow. Und der sieht voll schön aus. So sieht der aus. Richtig schön. Ich swatch den mal. Der gefällt mir richtig, richtig gut. Finde ich sehr, sehr schön. Werde ich auch wahrscheinlich dann benutzen. Runde 1 hat auf jeden Fall Trended Up gewonnen. Kommen wir zu Runde 2. Die habe ich gerade hier schon falsch rum reingepackt. Was ist das? Sieht auf jeden Fall sehr, sehr spannend aus. Liquid Eyeshadow. Testen wir auch mal direkt. Das ist auch auf jeden Fall sehr, sehr cool. Vor allem, wenn man es stärker pigmentiert haben möchte. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt den Unterschied seht. Ist auf jeden Fall eine coole Idee, finde ich. Ich gucke jetzt mal, was bei Trended Up in der 2 drin ist. Hier ist die 2. Okay, ich kann schon mal direkt sagen, Runde 2 hat Revolution gewonnen. Da finde ich das hier auf jeden Fall spannender. So sieht der Nagellack aus. Ich weiß ja nicht, wie der aufgetragen aussieht, aber an sich trage ich solche Farben nicht. Außerdem trage ich sowieso keinen Nagellack, weil ich ja Gelnägel habe. Dann kommen wir zur Runde 3. Revolution, schon wieder irgendwas, was ich gar nicht kenne. Lipgloss. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Ist halt ein durchsichtiger Lipgloss. Dann gucken wir mal bei Trended Up in der 3. Auch etwas länglicheres. Und zwar... Hilfe kommt! Ich krieg hier wirklich nicht raus. Dankeschön. Soll ich vorlesen, was es ist? Was ist? Ein Lipstick. Hab ich gesehen. Lippenstift. Ein Lipstick. Auch etwas für die Lippen. Der glitzert auch richtig schön. Jetzt muss ich mich entscheiden, wer den Punkt bekommt. Lipgloss würde ich, glaube ich, auf jeden Fall öfter tragen, weil ich nicht so oft Lippenstifte oder Lipsticks trage. Aber die Farbe ist schon richtig schön. Ich gebe den beiden einen Punkt. Ich würde sagen, wir kommen dann jetzt einmal zu Runde Nummer 4. Und es ist ein Highlighter. Sieht ganz in Ordnung aus. Ich muss sagen, ich benutze nicht so wirklich richtig Highlighter. Ich nehme meistens einfach einen Lidschatten, der auch schön glitzert. Das könnte diesmal ein Lipliner sein, glaube ich. Ich glaube, ich hatte sogar recht. Und es ist ein Lipliner. Okay, also das hier ist die Farbe. Ich muss ehrlich sein, ich finde die Farbe nicht so schön, jedenfalls nicht an mir. Deswegen gewinnt auf jeden Fall Revolution die nächste Runde, also die 4. Runde. Und dann kommen wir auch schon zu Runde Nummer 5, auch direkt gefunden. Ein Augenbrauengel. Ah, okay. Das ist einfach so ein Bürstchen mit einem Augenbrauengel. Ich muss sagen, ich habe keins. Ich hatte es, glaube ich, schon einmal ausprobiert, war nicht so begeistert. Da kann ich auf jeden Fall jetzt noch nicht so viel zu sagen, weil ich kein Augenbrauengel besitze. Wir gucken einfach mal, was in der Nummer 5 in dem Trended Up Kalender ist. Oh, ich habe sogar gedacht, dass es eine Mascara sein könnte. Eine Mascara, eine ölfreie Mascara. Boah, sie sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Kann ich jetzt auch nicht zu viel sagen, werde ich aber auf jeden Fall ausprobieren. Wenn ich mich für einen Punkt entscheiden müsste, würde ich dem Trended abgeben, weil ich Mascara auf jeden Fall benutze und Augenbrauen gehe nicht. Aber ich werde auf jeden Fall beides ausprobieren. Runde Nummer 6. Ist das die 6 oder die 9? Das ist ein Augenbrauenstift. Warum ist der weiß? Ich pack den mal zur Seite. Wir gucken mal bei Trended Up rein. Und es ist noch ein Nagellack. Der ist Gold und da sind, glaube ich, Tannenbäume drin. Wie süß. Das
sind einfach Tannenbäume in Gold drin. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr süß. Aber wie gesagt, ich benutze keinen Nagellack. Deswegen, wenn ich mich entscheiden müsste, ich würde mich aber, glaube ich, trotzdem für den Nagellack entscheiden, weil ich hier nicht ganz weiß, wofür ich das brauche. Ich kann mir gerne in die Kommentare schreiben, wisst ihr, wofür man diesen Stift für die Augenbrauen hier braucht. Runde Nummer 7 direkt gefunden. Wieder etwas längliches. Das könnte... Okay, warte, ich rate jetzt. Ein Lip Liner sein. Es ist ein Lip Liner, oder? Yep, es ist ein Lip Liner und zwar in Rot. So sieht er aus. Ich habe halt echt keinen Platz mehr hier ganz links, glaube ich, von euch. Ja, wie gesagt, ich benutze keinen roten Lippenstift. Deswegen brauche ich auch keinen roten Lip Liner. Ein Lipstick. Oh, oha, die Farbe ist sogar voll schön. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich wieder Trend It Up einen Punkt geben. Ich komme zu Runde Nummer 8. Hier gibt es 25 Türchen. Nicht schlecht und vorne war noch richtig fett. Ja, aber die 8 ist ja mal riesig. Und es ist eine Palette drin. Oh mein Gott, die ist schön. Also sind so richtig schöne herbstliche Farben. Sonst auch eine Eyeshadow-Palette drin. So sieht die Eyeshadow-Palette aus. Hier sind auf jeden Fall schon mal mehr Farben drin in kleiner, was ich an sich praktischer finde. Ja, jetzt muss ich mich nur noch entscheiden. Ich glaube, der Punkt geht an Trend It Up. Das ist einfach eine größere Auswahl. Dann kommen wir auch schon zu Nummer 9. Oh nein, wie süß. Ein Mini-Beauty-Blender. Okay, das wird richtig schwer jetzt zu toppen. Muss ich sagen. Vor allem in Schwarz. Es ist so süß. Beauty-Blender kann man nie genug haben. Ja, tada. Danke. Das ist ein Nude-Pen in Matt. Zartschmelzender, hochpigmentierter Lippenstift. Ich finde, der sieht nicht schlecht aus. Ich werde es auf jeden Fall mal auch ausprobieren. Aber wie gesagt, der Beauty Sponge, der Beauty Blender war sehr, sehr schwer zu übertoppen. Und Trend It Up hat es dieses Mal leider nicht geschafft. Also der Punkt geht an Revolution. Nummer 10. Ist nochmal verpackt. Ah, nee, es ist ein Pinsel. Okay, ganz vertippt. Ich dachte, es wäre jetzt irgendwas hier zum Nagelhaut schieben oder so. Aber es ist ein Pinsel und der sieht so schön aus. Ich finde wirklich, dass er richtig schön ist. Es wird aber auch auf jeden Fall wieder schwer zu toppen sein. Eye Contouring Palette. Jetzt muss ich mich nur entscheiden, wer bekommt den Punkt. Ich würde sagen, beide bekommen einen Punkt. Und Nummer 11, das könnte wieder ein Lippenstift sein. Es ist ein Lippenstift. So sieht er nämlich aus. Ja, wir gucken erstmal, was hier drin ist, bevor ich wieder den Punkt vergebe. Ein Nagellack. Der Farbton ist ganz schön. Passt gerade irgendwie hier zum Video. Alles in rosa. Ich bin rosa, die Adventskalender sind rosa. Der Nagellack ist rosa. Aber immer noch, ich trage keinen Nagellack. Und Revolution bekommt den Punkt mit dem Lippenstift. Und dann geht es auch schon weiter zur Nummer 12, Lipgloss. Aber die Farbe ist ja mal richtig schön. Ich weiß nicht, ob ich das so tragen würde. Das ist die Farbe. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Ein Lipgloss. Wenn ich mich entscheiden müsste, ich glaube, Trend It Up bekommt den Punkt. Die Farbe finde ich ein ganz Ticken schöner, weil das ein bisschen natürlicher ist, nicht ganz so pink. Nummer 13 befindet sich direkt hier oben. Ein Lipgloss, ja. Sieht ganz schön aus, hinterlässt so ein bisschen Farbe. Das könnte ein Eyeliner sein, muss man wirklich. Nein, es ist ein Lipstick. Okay, auf jeden Fall kann man mit dem richtig gut malen. Revolution den Punkt geben. Nummer 14. Und es ist ein Eyeliner. Aber es ist ein Eyeliner-Stift. Also ein Stiftstift, nicht dieses flüssige. Nein, er ist kaputt gegangen. Es ist ein Nagellack. Der Nagellack ist aber richtig schön. Passt irgendwie zu der Jahreszeit. Da ist wieder Glitzer mit drin. Ich benutze leider keinen Nagellack. Deswegen bekommt der Eyeliner von Revolution den Punkt. Ich habe hier schon mal Nummer 15. Es ist ein Pinsel. Es sind zweimal die gleichen Pinsel. Ich mache das jetzt mal auf den Boden aus. Und hier ist eine Mini-Nagelfeile drin. Braucht keine Sachen für die Nägel. Revolution bekommt den Punkt. Dann haben wir hier Nummer 16. Ich mag die Verpackung richtig gerne. Das sieht richtig schön aus. Das ist ein Eye Primer. Sieht ein bisschen aus wie Concealer. Ich habe noch nie einen Eye Primer ausprobiert. Werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Sieht aber ganz cool aus. Ich finde die Verpackung schön. Es sieht aus wie so ein Lipstick. Ich darf es nur nicht verwechseln. Ein Base und Top Coat. Es ist etwas wieder für die Nägel. Aber wenn ich mich wieder entscheiden müsste, würde ich den Primer nehmen. Wie gesagt, Nagelsachen brauche ich nicht so. Nummer 17 ist wieder richtig groß. Ein Spiegel. Ja, an sich ist der schön von der Rückseite. Aber meistens braucht man so einen Spiegel, glaube ich, gar nicht. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr spannend aus. Das ist ein Pure Color Pigment. Ich glaube, wir haben einen klaren Gewinner. Trend It Up bekommt den Punkt. Damit kann man auf jeden Fall viel mehr anfangen als mit einem Spiegel. Der Kalender leert sich. Wir kommen zu Nummer 18. Das hier ist wieder ein Augenbrauenstift. Diesmal mit Farbe. Muss ich sagen, ist vielleicht nicht ganz so sinnvoll, weil nicht jeder die gleiche Augenbrauenfarbe hat. Ich glaube, mir wäre eher ein bisschen zu
hell und zu bräunlich. Eine Lip Cream. Und der Punkt geht dann Trended Up, weil ich glaube, damit können mehr Leute etwas anfangen mit einem Augenbrauenstift in einer bestimmten Farbe. Nummer 19 ist wieder ein Liquid Eyeshadow. Ist auf jeden Fall von der Textur richtig gut, finde ich. Also das klebt nicht so eklig. Und dann kommen wir auch hier zur Nummer 19 und... Oh, die Farbe ist richtig, richtig schön. Das Design ist echt schön. Jetzt. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass es so aussieht. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Okay, das erinnert mich irgendwie so an Barbie. Ich weiß nicht warum. Aber ich feiere es, glaube ich. Und ich gebe den Punkt Trended Up. Nummer 20. Und es ist ein Blush, ein Puder-Blush. Farbe sieht auf jeden Fall richtig gut aus. Kann man benutzen. Hulu Finish Powder drin, ne? Ein Fixing Puder. Wie ein holographischer Weichzeichner. Hört sich sehr spannend an. Ich glaube, ich gebe dem Blush einen Punkt, also Revolution. Und dann kommen wir zu Nummer 21. Es ist ein Pinsel. Ich sehe schon, es ist ein Pinsel. Diesmal nicht nochmal der gleiche jedenfalls. So sieht er aus. Und es ist eine Mascara. Die zweite Mascara. Also Mascara, damit kann man eigentlich nie was falsch machen. Ist immer gut. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Gebe Trended Up den Punkt. Nummer 22. Ich beile mich ein bisschen, bevor wir hier gleich im Stockdunkeln sitzen. Ich nehme das Ganze nämlich abends auf. Ein Lipgloss wieder in einem Rosaton. Es ist ein Eyeshadow. Das ist ein Eyeshadow mit integriertem Primer. Ich bin gespannt. Soll auch ein bisschen pflegen. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich Trended Up den Punkt geben. Dann kommen wir zu Nummer 23. Sieht wieder aus wie entweder ein Puder oder ein Eyeshadow. Und es ist Konturpuder. So sieht das Ganze aus. Und hier ist ein Lipstick, Two-Tone Lipstick. Okay, da sind zwei Töne integriert. Ich swatch den mal. Das hier ist die Farbe. Ist nicht ganz so mein Ton. Ich glaube, für mich ist das ein bisschen zu dunkel. Und der Punkt geht deswegen an Revolution. Jetzt kommen wir zu Nummer 24, dem vorletzten Türchen bei Revolution und dem letzten Türchen bei Trended Up. Und hier ist noch ein Pinsel drin. Das sieht man wieder an der Verpackung. Diesmal noch größer als der andere. Damit kann man nachher Puder oder Konturpuder oder Blush oder man kann damit alles verblenden. Ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Highlighter. Ein sehr großer Highlighter. Das Design ist ja mal richtig schön. Das reflektiert. Das ist so holo. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus, aber ich würde den Punkt Revolution geben. Und dann kommen wir zum allerletzten Türchen, und zwar Nummer 25 bei Revolution. Und es ist, was auch sonst, eine Palette. Und die sieht richtig gut aus. Ich weiß noch, ich hatte, glaube ich, so eine riesengroße Palette von Revolution. Okay, so sieht das Ganze aus. Mir ist auch jetzt in dem Moment aufgefallen, dass auf der Verpackung 24 plus 1 steht. Und ich würde sagen, Revolution bekommt dafür einfach mal einen extra Punkt, dass hier 25 Türchen drin sind. Die Palette ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Man kann da, glaube ich, richtig coole Herbstlooks draus machen. Und das waren dann beide Adventskalender. Ihr wollt gar nicht wissen, wie es hier aussieht, aber ich zeige es euch jetzt mal. Ich sitze wortwörtlich in Müll und Schminke. So sieht das Ganze hier aus. Das waren jetzt nochmal die Produkte von Trended Up und hier die Sachen von Revolution. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, welchen Adventskalender ihr euch eher holen würdet. Ich mag beide auf jeden Fall sehr gerne. Und dann würde ich sagen, war es das mit meinem Video. Es werden auf jeden Fall noch ein, zwei Adventskalender-Videos folgen. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!